Frauen sind mehrheitlich von Blasenentzündungen betroffen. Und das vor allem, weil sie kurze Harnröhre haben. Die ist nur ungefähr 3 cm, beim Mann ist sie 18 bis 25. Dann endet aber die Harnröhre in der Scheide. Und in der Scheide hat es immer Bakterien. Und dort haben sie die Möglichkeit aufzusteigen, durch die Harnröhre blasen. Und es gibt vermehrt Blasenentzündungen. Eine Blasenentzündung entsteht, dass Bakterien, vor allem vom Darm, in der Scheide sich aufhalten, dann in die Harnröhre aufsteigen, in der Blase sich einnisten, in der Blasenschleimwand, dort sich vermehren und wenn zu wenig getrunken wird, dann auch nicht ausgespült wird und so zu einer schweren Blasenentzündung führen können. Einfache, unkomplizierte Blasenentzündung heilt meistens ohne Folgen ab. Es können unter Umständen chronische Zustände daraus resultieren, zum Beispiel ein chronischer Reizzustand der Harnröhre oder auch eine Reizblase. Was allerdings auch geschehen kann, ist, dass der Infekt aufsteigt in die Nieren. Dann kommt es zu einer sogenannten Nierenbeckenentzündung und die kann dann gefährlich werden. Es kann zu schwerem Fieber kommen, es kann hin bis zur Blutvergiftung gehen und langfristig bei immer wiederkehrenden Nierenentzündungen kann sogar ein Nierenversagen daraus resultieren. Das sind zwar seltene Komplikationen, aber es ist möglich. Um einer Blasenentzündung auf natürlichem Weg vorzubeugen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Zunächst einmal eine ausreichende Trinkmenge von ca. 2 Liter, besser noch 3 Liter, damit die möglichen Krankheitserreger aus der Blase ausgespült werden. Des Weiteren setzen wir verschiedene Phytotherapeutika, also pflanzliche Wirkstoffe ein. Da gibt es zum Beispiel die europäische Preiselbeere, sind pflanzliche Wirkstoffe enthalten, die gegen Bakterien wirksam sind. Die Wirkung, warum Preiselbeersaft gegen Blasenentzündung hilft, spricht man vor allem dem Tannin zu. Das ist ein Gerbstoff, der die Blasenschleimhaut stärkt, schützt und hilft, dass Bakterien, die aufsteigen in die Blasen hinein, nicht andocken an der Schleimhaut und dann eben mit dem Trinken wieder ausgeschwemmt werden. Ich bin darum auch grundsätzlich eher für einen Saft, weil Spülen ist wichtig, Trinken ist wichtig, dass Bakterien, die nicht andocken, auch wieder ausgeschwemmt werden. Preiselbeersaft stärkt ja die Funktion der Blasen. Also es hilft vor allem auch gegen Reizblasenbeschwerden, gegen häufigen Drang. Das entsteht vor allem dadurch, die Patienten, die regelmäßig Preiselbeersaft einnehmen, haben weniger Blasenentzündung, weniger chronisch gereizte Blasenschleimhäute und dadurch verschwindet auch der Schmerz und der Reiz. Ich bitte die Zuschauerinnen, bei Zeichen einer Blasenentzündung ausreichend zu trinken. Sollten die Symptome dann aber nicht besser werden, sollten sie den Arzt aufsuchen. Insbesondere wenn Fieber und Schmerzen im Rücken auftreten, dann kann es sich nämlich um eine Nierenbeckenentzündung handeln. Sollte der Urin blutig sein, sollten Sie auf jeden Fall einen Facharzt aufsuchen, weil dann sollte eine weitere Abklärung erfolgen.